Guten Abend, Leute, was geht? Folge Nummer 3 aus Minecraft, hier auf meiner kleinen, schönen Pimmelwelt, hier mit meinem kleinen Scheißhaus. Also, ja, lässt natürlich noch zu wünschen übrig. Der Erdefußboden ist natürlich nicht das, was man jetzt unbedingt will, selbst als Single-Wohnung, gewöhnungsbedürftig. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ihr seht, wir haben kein Essen, wir haben keine Kraft, wir haben ein halbes Herz in der Brust nicht. Und deshalb habe ich 23 Seeds, die muss ich anbauen. Und wir werden jetzt erstmal das Oak Wood in Planken umwandeln. Und jetzt werden wir daraus Stickies machen. Zip. Und jetzt werden wir wunderschöne Zäune herstellen. Herausspaziert. So. Natürlich. Hier ist noch gar nichts planiert, ey. Ich kann es durchdrehen. Na super. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal mit der Schaufel ein bisschen was wegmachen, damit wir da überhaupt was anbauen können. Dann brauchen wir noch einen Eimer, um Wasser herzubringen und so weiter. Oh je, jede Menge Arbeit. Okay, schauen wir mal in die Kiste. Ist dazu wirklich eine Shuffle? Nein. Gut, gut, gut. Dann machen wir uns eben eine. Quatsch, hier, Gravel. Ich brauche Stein. Machen wir uns gerade mal ein paar Schaufeln, damit wir diese unangenehme Aufgabe so schnell wie möglich lösen können. So, das sollte reichen, oder? Also ich denke mal, so ganz viele sollten sich jetzt nicht verbrauchen hier für diesen kleinen Berg. Ach ja, und bei euch, wie läuft's? Alles frisch soweit? Also bei mir läuft's momentan, meine Freundin ist gerade bei der Arbeit und ich habe mir gedacht, komm, ich habe zwar die zweite Folge noch nicht hochgeladen, also in der Jetzt-Zeit für euch ist es schon hochgeladen und vielleicht habt ihr sie schon gesehen, aber jetzt zum Aufnahmetag, zum Aufnahmezeitpunkt ist die zweite Folge noch nicht hochgeladen und ich hatte aber dennoch jetzt mal Bock gehabt, hier mal ein bisschen was aufzunehmen und ja, yeah. Und ich würde gerne mit euch reden, wieder mal. Welches Thema habe ich mir heute wieder ausgedacht? Wir haben hier schon wieder das Buddel-Session, Abbau-Session, das ist halt am Anfang leider so. Ich habe übrigens ein paar schöne Höhlen ausgeguckt, da können wir vielleicht, schaffen wir es noch in dieser Folge dahin zu kommen. Aber das muss ich jetzt hier einfach kurz durchziehen, auch wenn es eine Scheißarbeit ist. La, 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 la. Stein machen wir später. La, 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 la. Wir können hier nicht Kartoffel droppen, wenn man hier für viel in der Erde rumbuddelt. Ist das nicht so, dass hier irgendwie Kartoffel droppen können? Oder irre ich mich da? So, Leute, es wird bald was richtig Geiles kommen. Da freue ich mich ewig drauf. Ohne Witz, das ist ein schönes Horror-Game. Ich werde noch nicht sagen, was. Und man kann es nicht im Koop spielen, aber Killer und ich werden es zu zweit an einem PC spielen. Also Killer wird zu mir kommen. Wir nehmen das hier schön mit Facecam auf und jetzt kommt's. Wir werden einen Greenscreen verwenden. Das heißt, man sieht quasi nicht diesen lästigen Hintergrund, sondern in dem Fall würde man nur die Umrisse des menschlichen Körpers sehen in der Facecam. Ne? Also es würde nicht so viel vom Gameplay verdeckt werden mit unnötigem Hintergrund, sondern rein vielleicht ein bisschen vom Oberkörper, aber hauptsächlich das Gesicht. Und ja, das wird eine ganz tolle Sache. Das ist nicht eins von diesen Horror-Games, die ich ja ab und zu mache, diese Minigames. Also es hat schon richtig, sag ich mal, eine Story. Da braucht man schon, denke ich mal, so 20, 25 Folgen, dass man das durchgespielt hat. Also das wird eine längere Sache. Ich weiß gar nicht, ob wir das auf einmal schaffen. Aber es wird geil werden, sage ich euch schon mal. Im Voraus. Also ich persönlich habe jedes Spiel, was in meiner Steam-Bibliothek ist, auch schon mal gespielt. Ja, auch wenn es jetzt nicht lange ist. Also ich glaube, das kürzeste Game, ich weiß gar nicht, was es war. Das habe ich mir erst vor ein paar Monaten runtergeladen. Wie heißt das? Irgendwas mit Hell? So ein Free-to-Play-Horror-Shit bei Steam. No More Room in Hell. Ja, ich kann jetzt nicht mal sagen, dass es so extrem schlecht ist, aber es hat mich jetzt nicht so gereizt, dass ich sage, okay, ich spiele das jetzt regelmäßig oder so. Und deshalb ist es bei den 20 Minuten geblieben, die ich damals gespielt habe. Und ja, es ist einfach so. Aber ich würde es jetzt trotzdem nicht deinstallieren. Ich habe es jetzt einfach, beziehungsweise was heißt deinstallieren? Ich habe eigentlich eh immer die Möglichkeit, es erneut runterzuladen.
Aber in der Bibliothek ist es einfach schöner. Ja, man weiß, man hat's, falls man es spielen wollen würde, was ich jetzt schon weiß, dass es niemals der Fall sein wird, aber ne, man weiß einfach, wenn das Unmögliche eintritt, es kann kommen, es kann passieren. Ich habe das Spiel noch in der Bibliothek, es ist noch installiert, bam. Okay, dann machen wir uns mal, nee, machen wir erstmal den Zaun, komm. Erstmal schön einzäunen, nämlich hier bündig mit dem Haus, würde ich sagen. Da kommt der Eingang hin und hier machen wir dann einfach so. Sollen wir da den Zaun weglassen, weil da ist ja jetzt eh dieser Scheißhaufen, dieser Dirtberg. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da jetzt unbedingt das Holz, genauso wie hier. Müssen wir das jetzt hier unbedingt verbrauchen? Ach komm. Wollen wir mal nicht so geizig sein. Ach scheiße, das ist jetzt total untaktisch. Also, ich glaube ein Wasser versorgt wie viel Blöcke. Ich überlege gerade, wie man das einigermaßen, wir müssen jetzt nicht hundertprozentig effektiv bauen. Aber dass es einigermaßen passt. Wenn ich hier jetzt ein Feld mit Wasser fülle, dann kann ich, glaube ich, relativ viel einsamen. Wir werden es einfach mal probieren. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Es ist mir jetzt aber auch schnurzegal. Sollen wir hinten auch vielleicht einen Hintereingang machen? Ja, komm, hier machen wir auch nochmal einen Eingang. Falls ich mal von hinten komme. Eine Hake sollte reichen. Ich habe es vergessen. Wir brauchen ja erstmal noch einen Eimer. Wenn ihr einen Eimer machen wollt, nimmt man erstmal Eisen und macht so, so. So, 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 so. Okay, wartet, wartet. Nicht wegschalten, wartet. Ich bekomme es in den Griff. Versprochen. Genau, jetzt muss ich natürlich noch die Samen anbringen. Und das muss jetzt schön wachsen. Wachsen, 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 weil das Problem ist, ich brauche extrem dringend das Essen. Ihr seht ja, was hier los ist bei mir. Und wir haben auch noch nicht genug Samen, um hier das Feld komplett auszufüllen. Aber das macht nichts, wir werden ja hier Samen erhalten. Von daher passt das. Ich hoffe jetzt wirklich, dass das Licht ausreichen wird. Aber gut, es wird schon reichen. Es wird schon irgendwie reichen. So, solange es jetzt hell ist, schauen wir noch. Vielleicht finden wir ein paar Hühner, solange das Zeug hier wächst. Weil ich wollte jetzt hier nicht unbedingt dem Gras beim Wachsen zusehen. Sondern wir sollten jetzt schon aktiv werden. Hier wäre Kohle da unten jede Menge. Aber mit dem Live gehe ich da nicht runter. Das reicht, wenn ein Skeleton da ist, bin ich direkt zerberstet. Und das will ich nicht riskieren. Aber diese Höhle schauen wir uns dann mal genauer an. Sobald wir uns gestärkt haben, sobald das Gras gewachsen ist, sobald wir genug Essen dabei haben, um uns zu versorgen. Und, ja. Oh, Killer ist gerade in Steam Online. Er spielt Alien Swarm, das längst vergessene Spiel. Spielt er jetzt einfach mal gerade. Hätte er was gesagt, hätte ich mitgespielt. Aber er will ja nicht. Tja. Pech gehabt. Naja, er weiß, dass ich Alien Swarm nicht so mag. Ich bin jetzt nicht so der Alien Swarm-Fan und ich denke, er weiß das. Und ich denke, deswegen hat er nicht gefragt. Hoffe ich zumindest, dass er deswegen nicht gefragt hat. Das ist doch super hier, oder? Super, super. Wir rocken das Ding. Super. So. Ach, Mann, 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 Mann. Vor lauter Dummlaberei. Doch von morgens bis abends wird nur dumm gebabbelt. Recht? Ich mach das dumm gebabbelt bald nicht mehr länger mit. Hau ab, ich hab ein halbes Herz! Alter. Nein. Es war doch Tag! Die sind auch noch so schnell und so richtig ekelhaft. Widerlich, diese kleinen Scheißdinger, ey. Jetzt habe ich meine ganzen EP verloren, Alter. Ich war schon Level 4 oder so. Alter, der killt mich nochmal. Wie schnell diese kleinen Pissdinger sind. Ist da noch einer? Ich höre doch da irgendwie was Ekliges. So, jetzt aber. Alter Schwede, leck mich fett am Sack, ey. Ohne Scheiß, man, dieses kleine Rotzding. So, jetzt bist du dran, du Wichsbeutel, ey. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Es ist Tag, er brennt nicht, er macht gar nichts. 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 Okay, it's so fine. Oh yeah. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Vielleicht hier hinten noch ein bisschen Platz schaffen. Ich denke mal,
Wir expandieren in alle Richtungen, also auch nach hinten und auch in die Breite. Und das wird ein Fachwerkhaus. Kunst. Es wird Kunst sein. Wenn ich hier fertig bin, kann man dieses Ding als Kunstwerk betrachten. Aber das kann wahrscheinlich noch einige hunderte von Folgen dauern, bis das soweit ist. Ah, hier können wir noch ein bisschen was einfarmen. Das nehmen wir natürlich mit. Wir werden hier alles nutzen, was uns Mutter Natur hier zur Verfügung stellt. Werden wir nutzen, um hier unser Leben ein wenig angenehmer zu machen. Und ja. Momentan habe ich zwar keinen Hunger, aber der Magen brummt schon. Also es ist eine Frage der Zeit, bis ich wieder meine Hähnchen ausschlagen. Und dann brauche ich natürlich was hinten. Muss irgendwo noch eine natürliche Höhle sein, aber nichtsdestotrotz hau ich mir jetzt auf die Plotze. Ne, Quatsch. Mache ich hier zu. Dann ist diese Eventualität schon mal abgedeckt, dass die vier rauskommen. Und wir können alle sicher einschlafen. Nein, können wir nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Fuck, jetzt ist mein Schwert gleich kaputt. Oh mein Gott. Habe ich noch ein Schwert? Nein. Oh Mann, 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 Mann. Ach, da hinten. Big Mama verbrennt, aber das kleine Kind ist resistent. Oh, die gehen ins Wasser und trocknen sich so ab. Alter, wir müssen den Spawner deaktivieren. Das ist ja direkt hier an unserem Haus. Komm her, komm her, komm her, komm schön her, Drecksau. Wenn die einmal durchs Wasser gegangen sind, brennt die anschließend nicht mehr, oder was? Oder sehe ich das gerade richtig? Das ist doch ein Bug eigentlich, oder? Weil normalerweise, ne, wenn die bei Sonnenlicht verbrennen, da verbrennt die ja auch, wenn die aus dem Wasser wieder rauskommen. Achtung, schauen wir mal bei dem. Der rennt ja jetzt wirklich nicht so schnell. Können wir beobachten? Ah, ne, okay. Ich nehme alles zurück. Funktioniert super. Minecraft ist ein tolles Spiel. Es gibt einfach keine Bugs. Alles funktioniert beim ersten Mal. Das ist herrlich. Wirklich super. Geschichte. Das Ding wächst hier immer noch nicht. Ich werde hier gleich zum Affen. Naja, gut, okay. Ich würde sagen, für diese Folge reicht es. In der nächsten Folge wird hier das Gras gewachsen sein. Wir haben uns ausgerüstet und sind perfekt vorbereitet für einen schönen, wunderschönen Höhlengang. Ich will ganz viel Eisen haben, ich will ganz viel Kohle haben, Stein, alles Mögliche. Eventuell Diamanten mal sehen. Wir nehmen uns alles Mögliche mit, um uns unterirdisch vielleicht noch eine Zwischenbase aufzubauen. Pipapo, das wird auf jeden Fall eine heiße Folge. Zieht euch warm an. Was? Heiße Folge, zieht euch warm an. Passt nicht. Aber gut. Ein sehr unpassendes Wortspiel. Ich hoffe, ihr verzeiht es. Gut. Ich glaube, ich werde mich hier in meine Studentenwohnung, in mein Einzimmer-Apartment verziehen. Ach ja. Hier fehlt noch ein Stuhl oder irgendwie ein Sessel, Couch, irgendwas, dass ich mich hinhocken kann. Hocke ich mich halt erstmal auf die Kiste drauf. So. Ja. Wo ist es schöner als zu Hause? Nirgendwo. Zu Hause ist es einfach am schönsten. Ach ja. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao.